Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Heute ist der 16. Dezember und heute haben wir zunächst mal wieder ein Bild. Das will ich Ihnen, ein bisschen ein Kalender, ich will nicht nur darüber reden, sondern auch die Bilder zeigen. Da haben wir hier Nüsse drin, auf einem Tisch. Und der Titel des Textes heißt Entschleunigung. Also wäre ja schon mal ganz gut, vielleicht die Entschleunigung, ein Bild dadurch zu verlassen, wenn man die ganze Schokolade und die ganzen Schokoladen-Nikoläuse beiseite tun und einfach nur so Nüsse, eine Nuss in Ruhe knacken und kauen, langsam kauen, entschleunigen, statt, das ist ja eines meiner großen Laster, einfach innerhalb von 5 Minuten eine ganze Tafel Schokolade zu verzehren. Und hier schreibt Pater Karl Kern, der hat schon einmal geschrieben, das ist der ehemalige Rektor der St. Michaels Kirche in München. Wörter, die plötzlich in Mode kommen, sagen viel über das Lebensgefühl einer Zeit aus. Sie benennen oft, was im Argen liegt und wonach sich Menschen sehnen. Modewörter sind wie seismografische Signale. Sie registrieren, was sich im Untergrund einer Gesellschaft abspielt. Seit einigen Jahren geistert das Wort Entschleunigung durch den Blätterwald. Besonders in Managerkreisen ist es oft zu hören. Managerqualitäten braucht heutzutage fast jeder. Was muss nicht alles an Erledigungen, Verpflichtungen, Internetkorrespondenz, oh ja, das kennen wir auch, Mail muss immer sofort schnell beantwortet werden, Einladungen und Events unter einen Hut gebracht werden. Berufstätige Mütter sind da besonders eingespannt. Schon Kinder kommen nicht mehr ohne Terminkalender aus. Entschleunigung signalisiert, dass uns der hektische Lebensstil nicht gut tut. Das immer schneller und immer mehr raubt Lebensqualität. Die Adventszeit appelliert an uns gestresste Zeitgenossen, mach langsamer, mach weniger, schau hin, sieh, was dich aufreibt und ändere dein Verhalten. Alles Lebendige braucht Zeit und Pflege, damit es wachsen kann. Nehmen wir das Tempo raus. Gewinnen wir Zeit. Zeit, um das zu pflegen, was wahrhaftig dem Leben dient. Da werden Sie sicherlich alle zustimmen. Schwierig wird es, das praktisch umzusetzen. Ich nenne Ihnen mal, das haben Sie ja schon an meiner Erstreaktion auf diesen Text gemerkt, eine Achillesferse, die ich habe. Es fällt mir ganz schwer, das Internet und meine Mailbox nicht zu öffnen. Ich habe schon mehrere Sicherungen gemacht, zum Beispiel habe ich mein Handy so eingerichtet, dass ich nicht meine Mailbox damit öffnen kann und es auch kein Signal gibt, wenn eine Mail bei mir auf yahoo.de oder wo auch immer ankommt. Ich habe mir inzwischen auch angewöhnt, aber das fällt schon schwerer, nur einmal am Tag in meine Mailbox zu schauen. Das ist nicht leicht. Weil es ja die Beschleunigung ist ja nicht nur etwas, was uns von außen aufgedrängt wird. Wir sind ja nicht nur Opfer, sondern wir machen ja mit. Wir halten ja das Hamsterrad, in dem wir laufen, selbst am Laufen. Und das ist, ja, und nun habe ich also angefangen, auch damit zu reden, dass ich meiner inneren Neugier, meinem inneren Drängen, ich möchte das jetzt noch schnell wissen oder klären, eben nein sagen. Das bedeutet aber, dass dann plötzlich dann Beschwerden kommen, ja, warum reagierst du nicht, warum hast du nicht reagiert und so. Und dann sage ich dann, ich gehe nur einmal am Tag an meine Mailbox, Punkt. Denn das kennen Sie sicherlich auch, das Falscheste, was Sie machen können, wenn Sie eine Mailbox aufmachen, und das ist der nächste Entschleunigungsschritt, das ist, dass Sie auf eine Mail sofort antworten. Außer, gebe ich zu, wenn Fragen aus dem Jesuitenflüchtlingsdienst an mich kommen, antworte ich in der Regel nicht sofort. Es gibt nur ein paar Ausnahmen, wo ich sage, okay, da geht es dann aber auch um Dinge, die man jetzt erledigen muss während der Dienstzeit. Aber es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht sofort behandle, die ich nicht sofort behandle. Zum Beispiel, wenn ich eine Mail bekomme und da sind ganz viele Anlagen mit drin, dann drücke ich auf den Knopf und drücke die Mail erstmal aus und lege sie zur Seite. Weil dann muss ich nicht alles sofort lesen. Eine andere Sorte von Mails, die ich auf keinen Fall sofort beantworte, das sind Mails, bei denen ich merke, die setzen mich unter Stress.
Ich kriege wieder irgendeinen Vorwurf, dringend, Sie müssen sich dringend bei mir melden, irgendeine Alarmmeldung von irgendwelchen aufregenden Leuten, die sich über andere Leute aufregen oder mich über mich aufregen, mich beschimpfen oder so. Und dann geht es mir am liebsten, möchte ich zum Zwecke der schnellen Selbstentlastung, zack, sofort eins zurückgeben. Das Falscheste, was man machen kann. Eine Nacht drüber schlafen, ausdrucken und vielleicht sogar noch eine zweite Nacht drüber schlafen. Und dann langsam zur Ruhe kommen und dann wenn überhaupt, dann eine rationale Antwort darauf geben. Am besten eine kurze, einen Zweizeiler. Zum Beispiel, sehr geehrte Frau X oder sehr geehrter Herr Y, ich habe Ihre Mail gelesen. Ich halte Mail für das falsche Medium, um Ihnen jetzt zu antworten. Gerne können Sie mit mir einen Gesprächstermin ausmachen zu Doppelpunkt. Das schreibe ich natürlich nicht jedem, sondern zum Beispiel Menschen, zu denen ich auch eine irgendwie geartete persönliche Verpflichtung habe, zu antworten. Sowieso. Also das sind Entschleunigungsstrategien, die ich gelernt habe. Und das ist für die Adventszeit vielleicht mal ein Tipp für Sie. Es gibt so vieles, was uns in Hetze bringt. Aber es gibt vielleicht einen Punkt, wo wir anfangen können. Und vielleicht ist es heute als Signum unserer Zeit in der Digitalisierung ein besonderer Punkt, an dem wir ansetzen können, nämlich unser Verhältnis zur Mailbox überprüfen, indem wir eben genau das machen. Nur einmal am Tag reinschauen, nicht sofort antworten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.